Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Silent Hill 2. Wir machen im Ostlabyrinth weiter und wollten ja hier die Treppe runter. Mal schauen, was hier passiert. Hier stackelt auch was rum. Na, wo bist du denn? Ach ja, komm. Immer stehen, Digga! Danke! Wundervoll. Es ist halt blöderweise echt ein Labyrinth. Wow, what? Es haut ab. Okay. Leiter. Blut. Nichts. Leiter. Ist jetzt die gleiche Leiter, als wo wir runterkamen. Ja, okay, dann nochmal. Dann nochmal runter. Und laufen, laufen, laufen. Los, James, joggen gehen. Yay. Ja. Halt, und dann hier rein. Und dann hier mal die Leiter hoch. Aha, hier waren wir noch nicht. Heiliger. Scheißdreck, Mann. Oh, hab mich das angekotzt? Ich hoffe nicht. Hä, sieht aber eklig aus da unten. Ja, ja. Silent Hill. Ich spiele schon fast 6 Stunden und es macht mich immer noch körre. Oh, noch eine Treppe nach unten. Ey. Das wird langsam nicht mehr lustig. Okay, Sackgasse, also müssen wir da runter. Auf zu keuchen. Okay, runter! James! Danke. Aua! Himmel! Tritt! Bevor das wieder wegläuft. Wegkrabbelt. Mein Gott, das ist ein ähnlicher Begrüßungskomitee. Himmel! Zum Teufel noch einmal! Na? Hallo, Süßer? Na, was geht? Bam. Ich habe die niederschlagendsten Argumente überhaupt. Okay, wo geht's hier lang? Da geht's nach oben. Lasst uns da nach oben gehen, du da, ich hab Patronen gefunden für die Pistole. Für die Pistole, für die Pistole. Bam! Wie viele von den Dingern sind denn hier noch? Und wir hüpfen die Treppe wieder runter. Und noch mehr solche kleinen Spuckeviecher. Warum singe ich eigentlich? Ach Gott, dieses Spiel macht mich schizophren, Leute. Schizophren. Merkt ihr das nicht? Es tut mir nicht gut. Oh, eine Leiter. Hey. Oh. Okay, das sieht diesmal gut aus. Warte mal.
Da liegt eine Zeitung auf dem Boden. Sie weist mehrere Flecken auf, die wie Blut aussehen, und sie ist teilweise unleserlich. Ja. Die Brrp Mann ist später identifiziert als Thomas Brrp Holzfäller Brrp wurde immer auch die wahrscheinliche Todesursachen mehrere Stichwunden und einer scharfen Waffe auf der Halsvorderseite und der linken Körperseite. Der geschätzte Zeitpunkt des Todes liegt zwischen 23 und 24 Uhr. Okay. Aufgrund der Spuren eines Kampfes im Raum und des fehlenden Tatwerkzeuges betrachtet die Polizei den Vorfall als Mord und hat eine Morduntersuchung eingeleitet. Angesichts der Tatsache, dass das Bargeld im Zimmer unberührt und Mr. Brrp häufig betrunken und gewalttätig war, vermutet die Polizei nicht Raub. Kann ich nicht lesen. Das ergibt für mich dann keinen Sinn mehr. Okay. Wir speichern hier. An dem Speicherzettel. Flur. Labyrinth. 5 Stunden und 55 Minuten. Und geh nochmal zur Tür rein. Ah ja. Hey, hier ist noch eine Tür. Was zur? Oh nein, was ist das? Was ist das? Oh, bitte. Ah! Stopp! Stopp! Also! Langsam, ne? Ah! Gott sei Dank ist das Scheißding tot! Oh, Himmel! Was bist du? Are you okay? Was zur... Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like you always did. You only care about yourself anyway. You disgusting pig. Angela. Don't touch me. You make me sick. You said your wife Mary was dead, right? Yes, she was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else.
That's ridiculous. I never. Ja, wie wunderschön, dass die einfach diese Cutscenes dann verspätet sehen. Aber da kann man wohl nichts machen. Ich habe mich schon mit einem Bekannten unterhalten. Er hat gesagt, das ist in der PC-Version nicht so unüblich. Und ja, komm, mach ihm Vorwürfe und dann verschwinde bitte, dass ich endlich wieder was machen kann, beziehungsweise hier speichern und cutten kann. Das war so strange. Ihr wisst schon. Ekelhaft, ey. Gott sei Dank ist das Ding tot. Wir speichern dann jetzt hier. Und... das war's von mir. Bis dahin.